Cristiano Ronaldo genoss das freie Wochenende entspannt brutzelnd auf seinem Liegestuhl, da ritt Uli Hoeneß genüsslich die erste Attacke auf Real Madrid. Wir gehen ja auch mit einer Pause ins Spiel, sagte Hoeneß der Bild am Sonntag nach dem lockeren 3:0 Sieg bei Hannover 96, auch interessant Becker, Vidal wird Bayern gegen Real fehlen. Damit verkörperte der mächtige Präsident von Bayern München das überbordende Selbstvertrauen des deutschen Fußballrekordmeisters vor dem Gigantenduell mit den Königlichen in der Champions League. Dass die Münchner im Gegensatz zum spielfreien Real um den sonnenbadenden Weltfußballer noch einmal ran mussten, kümmerte den 66-Jährigen überhaupt nicht. Hoeneß sieht seine Bayern optimal gerüstet für das Halbfinal-Hinspiel am Mittwoch 20.45 Uhr. Wir sind in guter Form, es wird auf jeden Fall ein großer Kampf. Auch Jupp Heynckes verließ seine frühere Wahlheimat Hannover beschwingt. Wir haben das große Ziel, ins Endspiel einzuziehen. In den Augen seiner Profis sah man bereits dieses besondere Funkeln. Wir werden bereit sein, sagte Arjen Robben. Sie sind auch verwundbar und wir gehen mit breiter Brust in das Spiel, meinte Weltmeister Thomas Müller. Selbstbewusste Bayern-Aufregung, Nervosität oder gar Angst vor dem Champions-League-Sieger der vergangenen beiden Jahre. Doch nicht bei den Bayern. Dem erneuten Meister, dem Pokalfinalisten. Dem Team von Triple-Sieger Heynckes, der in der drei Tage längeren Vorbereitungszeit von Real ebenfalls keinen Nachteil sieht. Während sich Ronaldo in den sozialen Netzwerken völlig relaxed mit Sonnenbrille präsentierte, zeigten die Münchner exzellenten Fußball in Hannover. Es ist wichtig, dass wir im Fluss bleiben, sagte Heynckes. Video: Heynckes sehe keinen Vorteil für Real Madrid. Beim Coaching bewies der 72-Jährige einmal mehr sein außergewöhnliches Gespür. Er verhalf dem 18 Jahre alten Youngster Lucas May zum Erstligadebüt und der Innenverteidiger zahlte das Vertrauen mit einer starken Leistung zurück. Bei seinen Stars setzte der erfahrene Heynckes auf das Prinzip Jobsharing. Müller, 57. und Robert Lewandowski, 73. schossen sich nach ihrer Einwechslung schon einmal warm für Mittwoch, auch Sebastian Rudi, 89. traf noch. Mats Hummels, Frank Ribery und Joshua Kimmich schauten sich das Geschehen entspannt von der Bank aus an. Man muss immer professionell sein, aber nun bin ich auch froh, dass das Spiel vorbei ist, sagte Robben, der nur die erste Halbzeit auf dem Platz erlebte. Nun gelte es, schnellstmöglich zu regenerieren. Man bereitet sich nicht groß anders vor, es ist wichtig, dass man seine normalen Abläufe hat, sagte der erneut starke Torwart Sven Ulreich. YouTube-Videos von Ronaldo will er sich nicht ansehen. Video: Heynckes lobt, Spieler sind hochmotiviert. Aus dem bitteren Scheitern an Real im Viertelfinale der Vorsaison haben die Münchner ihre Lehren gezogen. Sie fühlen sich bereit für neue Großtaten. Letztes Jahr haben wir im Heimspiel nicht unsere Leistung gebracht und etwas ängstlich gespielt, sagte Robben. Das darf jetzt am Mittwoch nicht passieren. Video: Statt Bayern oder PSG schnappt sich Leverkusen brasilianisches Top-Talent.